Feldbahn und Werksbahn in Schmalspur der Papierfabrik VEB Hoppenbach vom Verein Escadrille Saint-Michel. Um dieses kleine Modelleisenbahn-Diorama besser interpretieren zu können, bedarf es einer kurzen Erklärung. Diese Modellbahn stellt die elektrifizierte Feldbahn bzw. Werkbahn und das dazugehörige Schmalspurnetz der fiktiven Papierfabrik VEB Hoppenbach in der ehemaligen DDR dar. Gebaut wurde die Modellbahnanlage allerdings nicht von einem Deutschen, sondern von einem französischen Eisenbahnclub. Was haben nun unsere französischen Modelleisenbahnen mit der DDR zu tun? Während der Messe Modellhobbyspiel in Leipzig konnte Penula diese Frage mit den Mitgliedern des französischen Clubs klären. Der Verein heißt Club de Modélisme de Saint-Michel, kurz Escadrille Saint-Michel, und kommt aus dem Département Essonne, das im Süden von Paris gelegen ist. Der Verein beschäftigt sich nicht nur mit dem Modellbau, sondern mit fast allem, was das Thema Eisenbahn betrifft. So erzählten die Mitglieder, dass sie eine heimliche Vorliebe für Feldbahnen haben und kurz nach der Wiedervereinigung fast alle ostdeutschen Industrie- und Werksbahnen besichtigt, fotografiert und dokumentiert haben. Penula wurde in diesem interessanten Gespräch darüber belehrt, dass die französischen Modellbahner freilich auch die Inselbahnen in Norddeutschland, zahlreiche Torfbahnen und sogar die Feldbahnen zwischen den Halligen in der Nordsee besucht haben. In diesem Sinne hat sich der Verein ans Werk gemacht und auf einer Grundfläche von ca. 2,8 Metern mal 0,6 Metern ein kleines Schmalspur-Diorama gebaut, das eine ehemalige Papierfabrik mit dem Namen VEB Hoppenbach darstellen soll. Auf dem Werksgelände herrscht viel Eisenbahnverkehr, wobei freilich nur kleine Feldbahnen und Werksbahnen zum Einsatz kommen. Um die Miniaturwelt im Maßstab Spur 0 zu vervollständigen, wurden natürlich auf dem Diorama, das im Stil der 1970er Jahre nachgebaut wurde, auch Kraftfahrzeuge der damaligen Zeit positioniert. So unter anderem ein Trabant oder diverse Lastkraftwagen aus dem Industrieverband Fahrzeugbau, IFA. Das rollende Material, die Gebäude und Fahrzeuge wurden natürlich entsprechend patiniert bzw. gealtert.